Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder zurück in Ledechko, wo ich ja gerade gucken wollte. Aber erstmal ist hier das Gasthaus. Unterkunft entdeckt. Und hier wäre auch wieder ein Questgeber. Das ist, glaube ich, dann sie. Ist sie die Wirtin oder das erste Wirt, ne? Wahrscheinlich. Gut, fragen wir mal. Und das Badehaus haben wir auch gleich entdeckt. Sehr schön. Glück und Gesundheit. Kann das sein, dass er einen Bruder hat, der anderswo auch ein Wirtshaus hat? Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hacken irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Ach, übrigens... Wozzeck veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Oh, und noch was. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Oh, das ist aber, der ist aber eine richtige Quelle von Informationen. Da haben wir gleich mehrere Sachen gekriegt, oder? Das heißt, wir könnten jetzt gucken, wo die Kräuterfrau ist. Wir sollten gucken, was die anderen aushacken. Und wir können mit Wozzecks Hilfe schießen lernen. Dorfbewohner, okay. Kann das sein? Weil einen Bogen haben wir ja. Und den Schießplatz habe ich da hinten auch schon entdeckt. Der müsste da eigentlich sein. Aber als Quest haben wir das nicht wirklich bekommen, ne? Wir können... müssen uns selber das suchen, wahrscheinlich. Schießstand. Und du bist Wozzeck? Der kann uns das Schießen beibringen? Das wäre cool. Gott sei mit dir. Fernkampf. Bist du... Oh Gott. Nein, müssen wir das wirklich fragen? Der hat einen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken. Heißt Wozzeck. Und der Wirt hat uns gesagt, Wozzeck ist sehr gut im Bogenschießen und macht einen Wettbewerb. Und wir müssen ihn fragen, ob er ein Bogenschütze ist. Was soll's? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Wozzeck, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze? Na, dann spitz mal die Ohren. Ich bin ja keiner. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Mhm. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Ich kann doch noch nicht mal schießen. Okay, wir müssen's ja lernen. Hab ich. Scheiße. Na dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Was? Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Ich kann nicht. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzte? Ach du Scheiße. 10. Ich will nicht meine letzte Zeit verlieren. 10 Groschen reichen. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Nein, ich kann doch noch nicht mal Bogen schießen. Und los! Wie geht das? Wo sind die Klötze? Ach, da sind die Klötze. Okay, die sind noch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Was muss ich tun? Oh.
Vielleicht mal den Bogen auswählen. Das ist aber jetzt gemeint, dass man da so reingeschmettert wird. Ist meine Axt kaputt? Ich glaube, ja. Wo sind denn jetzt die Wettkampfpfeile? Okay, die haben wir sowieso ausgerüstet, so wie es aussieht. Und die Axt ist, glaube ich, kaputt. Oder warum heißt das? Ist das hier rot gefärbt? Ich glaube, ja. Scheiße. Wo ist der? Hä? Wo ist mein Bogen? Ach so, zwei. Warte mal. Zwei auswählen. Jawohl. Mist, verfehlt. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Getroffen. Tja. Ausdauer. Meine Pfeile. Das schafft. Oh shit. Meine Ausdauer war am Arsch. Wie doof, ey. Die hätten mir wenigstens mal vorher zeigen können, wie man das macht. Wieder ins Ziel. Oh, ich treff nicht ein, Fatz, ey. Ich treffe ihn nicht. Versuch nur, das zu überbieten. Ich bin absolut am Arsch. Ich treffe nicht einen einzigen. Aber den nächsten treffe ich. Oh, ich habe Mangelplatz entdeckt. Das ist doch schon mal was. Der Wind kann bestimmt besser schießen als ich, ey. Das war der Wind. Ich treffe nicht ein Fatz hier, ey. Pff. Wie gemein, ey. Ich hätte das ganz gerne vorher mal eben ausgetestet. Wo ist war nochmal das Ziel? Treffer! Ist irgendwo, wo es flacher ist, wo ich ein bisschen ins Wasser rein kann. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann nicht weiter. Ja. Strömung könnte mich in den Tod reißen. Ja, frag mal, wo meine ganzen Pfeile bleiben. Oh, das war zu kurz, also ein bisschen höher. Das ist eigentlich Neulingsverarschung, ne? Ich gehöre zu denen, die noch gar nicht geschossen haben. Ich treffe den nicht. Der war zu kurz. Mist, verfehlt. Wieder ins Ziel. Beinahe geschafft. Es hat jetzt zweimal geknackt, ne? Warte mal, kann ich abbrechen? Kann ich, okay. Ich habe jetzt zweimal getroffen und trotzdem wird mir nichts angezeigt. Ich meine, dass ich sowieso der Letzte hier bin, das ist mir schon klar. Das zu überbieten. Treffer, Zeit ist um. Hey. Mein letzter Pfeil und das war's. Das schaffe ich leicht. Jawohl. Das war's. Toll. Climby Amors, ey. Was? Hallo? Komm nicht raus. So, jetzt. Was heißt denn die Hand? Was ist das gerade für ein Effekt, den ich da habe? Buffs. Verletzter linker Arm. Großartig. Ich bin auch mehr als müde. Bist du, Watze? Können wir das mal eben beenden? Watzek? Können wir das mal eben beenden? Ich habe verloren, ich weiß. Wie war ich? Absolut grottig, Heinrich, aber du kannst nichts dafür. Und wie war ich? Du bist letzter, Kumpel. Kopf hoch.
Wenn du wieder ein bisschen Geld hast, kannst du ja wieder mitmachen. Ich hätte vorher über... Nein, auf keinen Fall. Das war ein mieser Anfang fürs Bogenschießen, wenn ich das mal so sagen darf. Das war ein richtig, richtig mieser Anfang fürs Bogenschießen. Haben wir die Pfeile jetzt noch? Ja, immerhin. Wir haben 4 Spitzpfeile und einen verbesserten Jagdpfeil gekriegt. Das ist schon mal was, ne? Und was ist mit unserer Axt? Info? Zustand 78. Warum ist hier nichts auf einmal rot? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade wieder nicht. Und wir sind ziemlich, ziemlich erschöpft. Oh, ich habe ein Nest entdeckt. Aber das wäre wieder stehlen, wenn ich da einen Groschen raushole aus dem Nest. Ist schon klar. Okay, super. Wir sind schon fast zu erschöpft, ne? Wir haben, glaube ich, jetzt hier in Ledeczko fast alles entdeckt. Hier sind noch ein unerforschter Ort. Den möchte ich jetzt aber gar nicht mitnehmen. Ich möchte eigentlich ganz gerne nach Ratai, dass wir da schlafen können im Bett, in der Mühle. Und dann den Henker als nächstes machen, damit wir auch mal eine Quest erledigen. Da sind noch Questgeber. Das eine könnte die alte Frau sein, das andere vielleicht der Müller, weil die machen ja anscheinend Probleme. Er hat uns ja den Tipp gegeben, der Wirt. Aber vorher würde ich tatsächlich zusehen, dass ich nach Ratai komme. Wo kann man denn hier den Fluss queren? Muss ich ganz zum Schießplatz zurück und dann hier einmal so rüber. Alles klar. Das könnte das Badehaus sein. Das kann man nicht sammeln, okay. So. Da ist der Schießplatz. Ich mag jetzt auch nicht auf die Scheiben zielen, also versuchen zu üben. Nachher sind die weg. Muss ich mich einfach darauf verlassen, dass wir das irgendwann mal doch ein bisschen hinkriegen. So. Oh, hier mit dem Karren drüber, ey, um Gottes Willen. Das wäre wirklich ganz entzückend. So, können wir hier noch ein paar Sachen aufdecken? Also ich entdecke jetzt hier nicht alles in Ledeczko. Das können wir dann immer noch machen. Ich versuche jetzt wirklich mal zielstrebig... Oh, wir haben einen Schmied entdeckt! Ha! Stopp! Schmied? Das ist so ein Schleifstein. Auch wenn ich da jetzt überhaupt keinen Bock drauf habe. Der hat keinen Schleifstein. Er hat keinen Schleifstein, oder? Nee. So wie es aussieht, hat er keinen Schleifstein. Schade, schade, schade. So viel dazu, ne? Direkt nach Ratai. So. Karte sagt. Karte sagt, wir müssen da nochmal über den ganzen Fluss rüber. Das ist nochmal eine ganz schöne Wegstrecke. Aber wir wollen ja zur Mühle. Ach komm, ich mach schnell Reise. Ja, ich versuch's nochmal. Okay, das ist... ja, okay, 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 okay. Wanderer ignorieren, untersuchen, Chance. Ja, Erfolg. Ach, so eine Sachen sind das. Okay, wir speichern aber trotzdem.
Deswegen sind wir da vorhin bestimmt. Da sind eine Menge Münzen drin. Ach, wenn ich sowas schon höre, das kann nicht legal sein. Wo sind denn eine Menge Münzen drin? Wir fragen trotzdem. Worum geht es? Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Die feinsten Waren zum unschlagbaren Preis. Mhm. Ist das Diebesgut? Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Ah, das wäre er dann ein Hehler? Retterschnaps. Nein. Er hat auch gar nichts. Er hat gar nichts. Also bringt mir das gar nichts. Na prima. So viel dazu. Ich hab da diesen Plan. Hast du überhaupt keinen Plan? Ist hier noch was zu entdecken, mitzunehmen? Naja, das sieht ja alles privat aus. Ja, siehst du, wer ist da? Du brauchst nur auf den Hof zu gehen. Also als Nachbar bist du ja auch schon gearscht, ne? Willst deinen Nachbarn besuchen und dann bist du gleich des Diebstahls bezichtigt. Wer ist da? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ein Schwein. Die sehen echt cool aus. Wenn ich jetzt zur Mühle will, muss ich jetzt... Ach. Ja, komm. Hui. Bevor ich mich nochmal verlaufe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir können wieder aus dem Topf essen. Yay. Vielleicht einmal am Tag oder sowas, könnte ich mir vorstellen. So, pass auf. Gibt es irgendwas, was ich mal eben wegpacken möchte? Den Dolch, den packe ich weg. Ich habe inzwischen zwei Dolche. Okay. Die Axt lasse ich nochmal, die Pfeile lasse ich auch nochmal. Rüstungstechnisch wollte ich die Beindinge, glaube ich, wegpacken. Und das wegpacken. Und ein Leinenhemd. Das andere Leinenhemd können wir eigentlich verkaufen. Nahrungstechnisch sind die gekochten Schirmlinge, die kann ich wegschmeißen. Die kann ich gar nicht mehr essen. Würde ich den Honig wegpacken, weil ich glaube, der hält sich ein bisschen länger. Das Trockenobst packe ich auch weg. Ich esse erstmal die Sachen, die ich noch habe, den Wein auch. Die Steinplätze waren ja auch gekocht. Na, das wiegt ja nicht ganz so viel. So, haben wir sonst noch irgendwas? Die Sachen wiegen auch nicht so viel. Die Schaufel lasse ich nochmal. Wir können die auch nicht lesen, ne? Ne, wir werden erst lesen lernen müssen. Und das können wir nur in Uschitz. Und da weiß ich noch nicht mal, wo das ist. Gut. Dann werde ich jetzt mal eben schlafen und hoffen, dass mein Arm ein bisschen heilt. Es wird nämlich immer schlimmer, sehe ich gerade, mit dem Arm. Okay, wir schlafen. Mal eben. Zwei Stunden. Sattheit, Gesundheit. Komm, wir machen die Gesundheit wieder voll. Ich würde es einmal ganz gerne am Tage ausprobieren. Wobei ich dann glaube, dass die Hunde eher anschlagen. Und wenn das nicht klappt, dann werden wir das nochmal austesten nachts. Aber ich werde natürlich vorher abspeichern und das mit den Dietrichen nochmal probieren beim Henker. Zum Henker! Okay, super. Dem Arm geht's prima. Was war jetzt das da unten nochmal? Warte mal. Ach, ist jetzt auch weg. Okay. Gut. Gehen wir durch die offene Tür. Alles nur, um meine Schulden zu bezahlen. Warte mal, ich schmeiß mal eben hier den einen Pilz auf den Haufen.
Nahrung. Der ist jetzt sogar schon ganz abgelaufen. Und den kann ich trotzdem noch essen. Zack. Die sollte ich langsam mal essen. Gucken mal eben. Steht gar nicht. Warte mal, wo war das denn? Wir hatten doch irgendwo... Da. Sattheit 69. Komm, dann essen wir mal gleich mal eben die Sachen, die hier bald ablaufen. Die süßen Pfannkuchen. Wie viel Sattheit macht das? Wir sind jetzt auf 78. Dann essen wir den anderen auch gleich nochmal. So. 87. Komm, dann essen wir jetzt auch noch einen Steinpilz. Das macht nicht besonders viel. 89. Naja, ist egal. Es ist nicht so schlimm. Damit sind wir mal ganz gut aufgestellt, denke ich mir mal. Auf zum Henker. Wer bist denn du? Bürger. Schmetterling. Oh, das ist ein Admiral. Ich glaube ja. Cool. Ach nee, hier war das. Wir müssen einmal über den Bach rüber. Ja, ja, ist gut. Wer ist er? Ist das wieder der Milan? Nee, ist ein Händler. Oh, ist ein Händler. Stopp. Ist das ein reisender Händler, den man nicht so oft antrifft? Können wir von dem irgendwas Seltenes kaufen? Gar nichts. Okay. Aber wir haben noch einen Effekt. Was ist das? Müdigkeit? Was habe ich denn jetzt? Ach nein. Was ist denn das jetzt da unten? Sattheit? Wir haben aber keinen Buff oder sowas. Okay, verstehe ich nicht so ganz. So, wir haben erste Hilfe und aufgedreht schon, ne? Und ich glaube... Haben wir noch einen Punkt? Wir haben, glaube ich, noch einen Punkt. Aber mehr will ich eigentlich noch nicht. Güldene Zunge. Du hast stets Diplomatie roher Gewalt vorgezogen. Und das macht sich bemerkbar. Du erhältst... Ich habe stets Diplomatie roher Gewalt vorgezogen. Ach, das Spiel macht sich lustig über mich. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, aber einen Malus von 2 Punkten auf Stärke. Kann nicht mit den Spezialisierungen Schönling, Rohling, Akrobat und Nacht und Nebel kombiniert werden. Ich glaube, wir sind relativ unauffällig, ne? Kann das sein, bis auf, dass wir einen riesigen Bogen auf dem Rücken haben, aber... Ein Zitronenfalter! Ach, ich mag Schmetterlinge. Und zwar lebendig rumfliegen sehen. Und nichts anderes. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Ob das immer noch ein bisschen Hunger ist oder ob wir doch jetzt wieder müde sind. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Henker. Einen normalen Trampelpfad. Und ich würde tatsächlich noch mal gerne nach Scarlet zurück. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Einmal wegen dem Schatz oder dem Taubenschlag. Da würde ich ganz gerne mal gucken. Und ganz ehrlich, inzwischen würde ich wahrscheinlich doch einige mehr ausrauben, eigentlich nicht. Aber so diese kleinen Banditen, die wir dazwischendurch immer gefunden haben, die könnten wir ja durchaus. So, hier hinten konnte man rein, ne? Dann speichere ich hier gleich mal eben. Und versuche nochmal mein Glück, obwohl ich echt Horror davor habe, mit den Eulen Dietrich zu arbeiten. Wir speichern. Hä? Was? Ach, mehr geht nicht. Du hast das Maximum an Speicherständen erreicht. Wähle einen alten Speicherstand zum Überschreiben aus. Klötze im Fluss, klar. Überschreiben wir. Okay. Dumm.
Jetzt passt der Hund bestimmt auf, ne? Hi, ihr Schweine. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das geht. Oh Gott, ich traue mich nicht. Jetzt nicht. Hast wohl genug? Nein. Ich bin weg. Und tschüss. Der ist kein Ring. Da ist kein Ring. Der hat keinen Ring. Was erzählt der Peschek denn da? Wir sind noch im Kampf, angeblich. Alles sein? Oh, der ist hinter uns. Ja. Ey, geht's noch? Ich will nicht mit dir kämpfen. Aber wenn ich muss. Oh, okay, das ist ein Henker, ne? Ja. Was macht der denn da? Ich sehe gerade gar nichts. Hast weiche Knie. Ich sehe gerade gar nichts. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich hänge. Hallo? Ich kann gerade gar nichts machen. Willst du mich verarschen? Hast weiche Knie. Alter, ich kann gerade gar nichts machen irgendwie, hab ich das Gefühl. Schau dich doch. Ich will doch gar nichts von dir. Ja. Er hat mich zuerst angegriffen. Ich kann gerade gar nichts machen und es ändert sich auch nichts. Blut wird fließen. Ach, ich will aus dem Kampf raus. Ich kann nicht aus dem Kampf raus. Das ist das Doofe. Du kannst hier nichts abbrechen. Und ich konnte mich auch eben dem Kampf nicht entziehen. Oder sonst irgendetwas hier machen. Und ich ziehe dem gerade gar nichts ab. Es passiert aber auch gerade gar nichts da unten, ne? Hast du... Ja gut, wir kriegen ordentlich einen verpasst. Ey, ich blocke! Und wir sind verletzt. Das heißt, wir müssen gleich wieder zusammengeflickt werden von Peschek. Leck mich am Hobel, ey. Der weicht dann immer aus, irgendwie. Also das ganze Kampfsystem habe ich noch nicht ganz wirklich verstanden. Neue Stufe erreicht, Postkampf. Ja, scheiße. Oh, das darf nicht wahr... Was? Ey, komm schon! Das nennst du kämpfen? Man, ey, sag mal, ich... Komisch. Der kann alles. Der kann ausweichen. Lustig. Ich... Komm her, du Weichei. Ah.
Jetzt habe ich ein paar Mal jetzt erwischt und jetzt trifft er mich wieder. Also irgendwie... Gut, wir werden nicht gewachsen sein im Henker, da gehe ich mal von aus. Aber letztendlich wollte ich doch gar nicht gegen ihn kämpfen. Agilität, neue Stufe erreicht. Wow, woo, super. Ist ja auch alles scheißegal, was wir hier machen. Wir kämpfen nur gerade gegen den blöden Henker. Dafür würde er uns aufknüpfen. Soll das etwa alles sein? Weiß ich nicht. Jetzt bist du am Arsch. Jetzt bin ich sowieso am Arsch. Oh, wieso setzt kann der alles setzen und ich nicht, ey? Okay, warte, stopp. Das ist totaler Schwachsinn, was wir hier machen. Das mache ich nicht. Hä? Nein, warte, was ist das? Hä? Klötze im Fluss? Was auch immer. Das heißt, er benennt sich noch nicht mal neu, der Spielstand. Ich muss jetzt raten, was das ist. Okay. Gut. Wir versuchen das nachts nochmal. Dann sind die Hunde ruhiger. Oh, und wir sind bei 31 Minuten. Das ist so prima. Dann weiß ich nicht, vielleicht sehen wir uns dann gleich einfach hier wieder. Ich sag bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.